Kaninchen in Jacken mit Messingknöpfen. Was haben Sie sich denn da ausgedacht? Die Publikation wird keine große Auflage erzielen, aber mit einem kleinen Gewinn können wir rechnen. Wir werden Ihr Büchlein herausgeben, Miss Potter. Beatrix Potter sah die Welt mit anderen Augen. Peter, wenn du so weitermachst, übermale ich dich. Aber damit stand sie alleine da. Ein paar deiner Zeichnungen sind ganz hübsch, aber ich werde sie nie als große Kunst betrachten. Bis sie jemanden kennenlernte, Mr. Norman Ward, der an sie glaubte. Ich habe Ihrem Buch viel Aufmerksamkeit gewidmet. Für welche Bücher waren Sie schon verantwortlich? Persönlich? Ja. Das wird mein erstes sein. Ah. Ich bin Ihnen in jeder Hinsicht stets zu Diensten. Oh! Ich wünschte, du würdest keine Kaufleute ins Haus einladen. Sie tragen Dreck herein. Doch dann. Jemima, hör auf damit. Womit denn? Nur Albernheiten. Als sie weitere Bewunderer fand. Wir durften einen Blick auf Peter Hase werfen, Miss Potter. Wir finden es ganz reizend. Ich habe beschlossen, dass wir Freundinnen werden. Haben Sie das? Eröffneten sich ihr Möglichkeiten. Wir sind ein gutes Gespann, finden Sie nicht? Von denen sie nie gewagt hätte zu träumen. Ihr Buch ist für mich sehr wichtig geworden. Sie sind für mich sehr wichtig geworden, Miss Potter. Und Sie für mich, Mr. Warren. Wir müssen es wieder und wieder tun. Und wieder. Würden Sie es in Betracht ziehen, mir die Ehre zu erweisen? Und ich erwarte keine sofortige Antwort. Erleben Sie die bemerkenswerte Geschichte. Dein Bruder hat mir einen Antrag gemacht. Wie kannst du nur zögern? Wenn mir einer über den Weg liefe, würde ich sogar meine Mutter opfern. Einer Frau, die durch ihre Fantasie die ganze Welt faszinierte. Ich bin so froh, dass Norman dich gefunden hat. Bevor ich dich kannte, wusste ich gar nicht, was mir fehlte. Eine Potter wird niemals einen Gewerbetreibenden heiraten. Keine Widerrede. Mit welchem Recht haben wir die Nase so hoch? Stell uns nicht als Bösewichte hin. Deine Mutter hat dir genügend Bewerber vorgestellt. Ich würde nie einen Mann heiraten, nur weil er reich genug ist, um mich versorgen zu können. Oscar-Preisträgerin Renee Zellweger, Ewan McGregor, die Oscar-nominierte Emily Watson. Ich kann dich nicht verstehen, Beatrix. Unsere Tochter ist berühmt, Helen. Du bist der einzige Mensch, der das nicht weiß. Miss Potter.